Check, check, check. Hallo, hallo, hallo. Test, test, test. Herr Löblich, hör mir den Blödsinn auf. Ja, und damit. Hallihallo, ein kleines bisschen auch Hallöchen. Meine geneigten Simulationszuschauer und Zuschauer ist für eine neue Runde Herr Löblich am Steuer. Heute mit einem heiklen Thema, nämlich. Es gibt ein Update für den Assetto Corsa Custom Shader Patch, der zum Content Manager gehört und von Ilya Yusupov ist. X4Fab oder ich weiß nur seinen richtigen Namen. Und der hat ein neues Update rausgebracht, welches es nur bei Patreon gibt, die Version 023 Preview 211. Und da gibt es quasi eine Komplettüberarbeitung der Shader von Assetto Corsa, die alles verändern. Jetzt funktioniert aber Pure nicht mehr so, aka Sol, was es vorher getan hat. Und wir gucken uns das heute an. Vorher halte ich aber meinen großartigen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt werden wir. Wie aus der Streams drückt die Glocke und am Video stellt sie auf alle. Und wer mich unterstützen möchte, drückt den Super-Button, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der Links unten in der Videobeschreibung. Aber Freunde, der Daumen schüttelt die Pflaumen. Der ist nämlich vollkommen kostenlos, unkompliziert, bringt aber den Kanal enorm weiter. So, ich habe es ja nicht so richtig komplett ins Intro ihr schafft einzubauen. Deswegen erzähle ich es einfach nochmal. Es gibt den neuen Custom Shader Patch. Es ist die Shader Patch Version 023 Preview 211. Und diese hat eine neue Funktion, nämlich ihr könnt jetzt in den Shader-Einstellungen unter Wettereffekte könnt ihr den Wetterstyle auf Default stellen und dann könnt ihr einen Haken setzen bei Linear Color Space. Wir übersetzen hier mal kurz. Hier steht, ich lese es mal auf Englisch vor. Changes. Kann ich das hier eigentlich auch, sieht man das jetzt hier auch komplett? Ja. Nee, passt natürlich nicht, war ja klar. Changes entire AC rendering to finally be gamma correct, taking into account logarithmic nature of human perception. Still pretty work in progress, could create a bunch of visual glitches. Also updates weather effects, style, giving a fresher and more accurate look. Also der hat sozusagen die kompletten, der Ilya hat die kompletten Assetto Corsa Shader überarbeitet, was bedeutet, dass Assetto Corsa ohne Pure sehr viel realistischer aussieht, als es das vorher ohne Pure getan hat. Jetzt fragen sich alle, was ist denn dann jetzt mit Pure? Brauchen wir jetzt Pure überhaupt noch? Sieht es jetzt besser aus als mit Pure? Und das möchte ich versuchen, heute in ein möglichst kurzes Video zu packen, weil ich kann euch nicht alles dazu erzählen. Ich kann euch nur sagen, Peter Böse, der Pure baut und auch Sol, was sozusagen die kostenlose Variante von Pure ist, die nicht die kompletten Features von Pure enthält. Peter Böse hat schon gesagt, es wird wirklich lange dauern, bis Pure diesen Linear Color Space des neuen Content Shader Patches unterstützt. So, und ich dachte mir, bevor wir jetzt hier, ich erkläre euch jetzt nicht, was das alles bedeutet. Ich habe es programmiertechnisch, shadertechnisch selber nicht großartig verstanden. Ich weiß nur, es hat sich was Krasses in Assetto Corsa Shader Behandlung verändert mit dem neuen Content Custom Shader Patch, wenn man das Standardwetter und den Linear Color Space verändert und das funktioniert nicht zusammen mit Pure. Deswegen machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir gehen mal hier auf, ich nehme jetzt einfach hier den von der letzten, nicht der aktuellen, wir nehmen jetzt hier von der letzten Community Challenge einfach mal den Ferrari 330 P4 Berlinetta. Wir nehmen einfach mal Scattered Clouds. Uhrzeit 9.27 Uhr und in den Einstellungen haben wir Folgendes ausgewählt. Wie es vorher die ganze Zeit war, wir nehmen das Pure Wetter Script. Ach so, warte mal, ist noch die Version 2.3.8. Da installieren wir mal ganz schnell die neue. Games.
Aceto, Scholl. Dann gibt es hier irgendwo Pure 254 Hi-Res. Das wird jetzt entpackt. Okay. Das hätte ich natürlich vorbereiten können, aber die Zeit haben wir auch noch. Und es ist natürlich jetzt ein Riesentheater, weil sich natürlich der Peter Wöse zu Recht fragt, warum steckt er da so viel Zeit und Arbeit rein? Weil er muss ja jetzt theoretisch alles zweimal machen. Oder er sagt, Leute, die nicht das, also dieses neue Wetter-Skript funktioniert ja nur, wenn ihr nicht das Pure-Wetter-Skript benutzt. Also dieser Linear Color Space funktioniert nur ohne Pure-Wetter. Und theoretisch müsste er ja jetzt für Leute Pure und auch Sol so programmieren. Sekunde, ich muss mich kurz Concentration, wie mein Vater sagen würde, der auf Englisch konjugieren kann. Der müsste ja jetzt Pure so programmieren, dass es sowohl mit dem Default, mit dem Default-Wetter, also mit dem Standardwetter und Linear Color Space gut aussieht. Und dann müsste er sich ja noch hinsetzen und es so programmieren, dass es mit dem Pure-Wetter ohne Linear Color Space gut aussieht. Und er fragt sich, ob es halt Sinn macht, jetzt alles über den Haufen zu schmeißen und alles doppelt zu programmieren. Für beide Leute, ne? Oder er müsste sich halt entscheiden und müsste sagen, okay, wir schließen die Leute einfach aus, die den warum ist das Fenster jetzt eigentlich schon wieder? Achso, es geht nicht kleiner, okay. Er müsste sich sagen, okay, wir schließen jetzt die Leute aus, die Pure Wetter, also es funktioniert, es, weil wir sehen es hier, wenn ich Pure anklicke, haben wir beim Wetter keine Einstellmöglichkeiten bei Post-Processing. Und wenn ich Default-Wetter einstelle, dann haben wir hier plötzlich Linear Color Space und können hier was einstellen. Wir machen einfach ganz schnell Folgendes. Wir gucken uns mal an. Pure Weather Style und Videoeinstellungen Filter Pure. Und jetzt nehmen wir einfach mal diese Karre. 9.27 Uhr Scattered Clouds. Und mache einfach mal Gore. Gore. Was hätten wir eingestellt eigentlich? Ist es, ja. So, ich hätte bitte gerne Vollbild. Und, das machen wir mal hier alles aus. Pure Lightning Shader can produce stroboscopic effect, activable with full flashing. So, das machen wir mal hier alle weg, 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 weg. Und dann mache ich mal. Ja, ja, aus. Aus. Einfach aus. Nee, aus. Egal. Wir gucken uns die Kamera von außen an. Das ist Pure Wetter. Pure Post-Production Filter. Und ja, so sieht es halt mit Pure aus. Wir können jetzt hier noch toll irgendwie den Fotomodus anmachen. Und können jetzt hier irgendwie noch auf das Auto scharf stellen. Jetzt können wir noch die Blende einstellen und so weiter. Wir kennen's. Brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Wer Pure benutzt und Pure Wetter, weiß auch, was Pure Wetter bedeutet. Können wir Fotomodus wieder ausmachen. Wir können die Pure Config aufmachen. Können alle möglichen Sachen in Pure einstellen. Können Himmelsachen einstellen. Können Post-Production-Filter-Sachen einstellen. Tone Map und so weiter und so fort. Wir haben also das komplette Programm, was Pure anbetrifft. Und wir können den Pure Planner benutzen. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, wir wollen nicht Scattered Clouds, wir wollen bitte gerne clear, gar keine Wolken, ne? Dann geht es weg. Wir können aber auch sagen, wir möchten Overcast und so weiter und so fort. So sieht es aus, halt, schön Sie bitte, so sieht es aus mit Pure PP-Filter
und Pure Wetter. So. Jetzt gucken wir uns die ganze nochmal an. Settings. Wir stellen hier ein. Wir machen es erstmal komplett ohne Pure. Das heißt, wir nehmen hier Default. Also Post-Production-Filter von Assetto Corsa. Einfach Standard. Und nehmen jetzt... wo ist es? Achso, ich bin ja schon bei Weather Effects. Und nehmen jetzt Standard Weather Style. Das ist sozusagen... ich weiß nicht, ob das der von X4Fab... genau, das ist der von Ilya. Mit dem neuen Linear Color Space. Und machen einfach das gleiche nochmal und gucken uns das mal an. Ihr findet bei mir auf dem Discord im AC Mods Kanal, den Discord-Link findet ihr unter dem Video. Ich habe dort nochmal Screenshots gepostet mit verschiedenen Wetter- und PP-Filter Einstellungen. Da gibt es einmal Pure Wetter mit C13 Aegis Filter, Pure Wetter mit Pure Filter und dann gibt es dieses neue CSP-Wetter mit Linear Color Space, einmal mit C13 Aegis, einmal mit Pure und einmal mit dem hier. So, das ist jetzt Standardwetter mit dem neuen Linear Color Space. Und es sieht vom Materialanmutung her, vom von der Belichtung her schon 10-mal besser aus, als es das vorher tat. Wir können ja einfach mal ganz kurz zum Vergleich den Linear Color Space ausmachen. Und es kommt sehr dicht, muss ich sagen, sehr, sehr dicht an Pure ran. Wir machen hier mal diese neuen, was ist das hier? Wenn das deaktiviert ist, Emission Intensity to keep them more visible. Okay, werden wir gleich sehen. Wir lassen das mal aus, gucken nochmal rein. Es sieht jetzt schon mal ohne Pure grafisch einfach sehr viel besser aus, als es das vorher getan hat. Das ist das Ganze jetzt ohne Linear Color Space. Sieht jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht aus. Da jetzt wirklich krasse Unterschiede zu sehen, fällt mir persönlich erstmal schon mal ziemlich schwer. Aber jetzt kommen wir schon mal zu einem Punkt. Wenn ihr kein Pure-Wetter habt, hat sich natürlich auch der Pure-Planner erledigt. Also nichts hier mit Wetter umschalten, ne? Wir können es jetzt gar nicht ausprobieren. Das heißt, wir müssen jetzt alleine, um das Wetter umzuschalten, wir können auch keine Pure-Config mehr verändern. Wir können gar nichts machen, sondern wir fahren jetzt so. Oder wir müssen jetzt wieder aus dem Spiel rausgehen. Müssen jetzt hier sagen, okay, wir wollen Wetter clear und jetzt müssen wir wieder ins Spiel reingehen. Also, das fällt schon mal ohne Pure-Wetter alles weg. Es gibt kein Pure-Wetter-Script mehr. Ihr könnt euch kein Wetter für verschiedene Strecken abspeichern und so weiter und so fort. Das fällt alles flach. Ohne Pure. Wer also Pure gar nicht hat, für den ist der neue, das ist jetzt ohne Linear Color Space, klares Wetter, ohne Wolken, wer Pure nicht hat und dem diese Wetterskripte zum Beispiel egal sind, dass man sich zum Beispiel für Rennen verschiedene Wetteränderungen sozusagen abspeichern und programmieren kann und wer bei Patreon den Custom Shader Patch sozusagen gekauft hat. Für den ist es auf jeden Fall wert, sich das Ganze mal anzugucken. Also wer sozusagen sich das Wetter nicht in ein Skript speichern will, um zum Beispiel im Rennen bestimmte Sachen abzurufen. Jetzt ist halt immer noch die Frage, das ist jetzt das Standardwetter ohne Linear Color Space. Wetter ist klar. Jetzt machen wir Linear Color Space und die Emissives, was auch immer der da eremitiert oder wie man sagt.
Wir machen es jetzt nochmal an. Das ist jetzt sozusagen die ganz neue Variante, die yeah, toll, alles ist sehr viel besser und das Leben ist sehr viel schöner. Es sieht schon besser aus. Man sieht, dass die Schatten, das Material hat eine andere Anmutung, die Schatten werden, sind schärfer, unterm Auto ist es dunkler. Also es sieht tatsächlich besser aus. Hier hinten noch die Rücklichter. Also es ist tatsächlich, sieht man, dass sich die Shader verändert haben. Die Straße ist heller und so weiter und so fort. Aber jetzt ist halt wirklich die Frage, möchte man darauf verzichten, dass man diese ganzen Vorzüge, die Pure hat. In Pure 270 kommt zum Beispiel ein Bodennebel. Muss komplett überarbeitet werden. Wenn es den danach überhaupt noch gibt. Und die Frage ist natürlich, die man sich immer wieder stellen muss. Ihr müsst ja, um diesen Linear Color Space zu benutzen, müsst ihr ja das Pure-Wetter ausmachen. Das heißt, ihr habt ja diese ganzen Effekte vom Pure-Wetter gar nicht mehr. Ihr habt nicht die High-Res Color Domes. Ihr habt nicht die krassen 2D-Wolken. Das ist alles weg. Ihr habt das Standardwetter vom Custom Shader Patch. Ihr habt nichts mehr von Pure. Und das ist eben die Frage, die man sich stellen muss. Ja, ich verstehe, dass möglicherweise der Ilya Yusupov mit dem Linear Color Space die Vorbereitung getroffen hat, dass Leute neue PP-Filter bauen können, wenn man das Standardwetter benutzt. Ohne Pure, weil man einfach Pure oder Sol nicht hat oder nicht benutzt. Nur wenn man Pure hat und das Pure-Wetter-Script, kann man diese neuen PP-Filter nicht benutzen oder die Leute müssen eben alles zweimal bauen für den Fall, dass es Leute gibt, die den PP-Filter mit Pure-Wetter benutzen wollen und ohne Linear Color Space oder mit Standard-Wetter, aber mit Linear Color Space. Und das ist eigentlich das ganze Ding, worum es gerade momentan geht. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Clear, alles Pure. Pure-Wetter, Pure-Post-Production-Filter. Das ist eigentlich das, worum es die ganze Zeit geht. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, nach wie vor, mir gefällt Pure besser. Also das ist jetzt Pure-Wetter. Wir sehen auch an den Wolken schon, dass es anders aussieht. Wir sehen an der Materialanmutung, an der Beleuchtung, dass es anders aussieht. Und wir haben jetzt hier halt vollen Zugriff auf den Pure-Planer. Das heißt, wir können ja jetzt auch einfach sagen, okay, wir möchten gar keine Wolken. Wir können aber auch sagen, okay, wir möchten irgendwie, dass es windig ist. Die Fahnen fangen sofort an. Wir haben unglaublich tolle, realistische Wolken. Wir haben Bodennebel. Wir haben also alle Spielereien, die Pure zur Verfügung stellt. Aber dafür eben nicht den Linear Color Space. Die Frage ist nur, sieht der Color Space jetzt besser aus, dieser Linear Color Space, als Assetto Corsa CSP ohne? Oder sieht der sogar realistischer aus als als Pure? Ihr müsst mir nachsehen, ich komme so ein bisschen mit diesen ganzen Wörtern durcheinander. Wir haben CSP, das ist der Custom Shader Patch, also diese Buchstaben. Also wir haben den Custom Shader Patch, CSP. Dieser Custom Shader Patch sorgt schon mal dafür, dass Assetto Corsa sehr viel besser aussieht, als es das standardmäßig tut. Im Custom Shader Patch gibt es natürlich auch ein Wetterskript, das zum Custom Shader Patch dazugehört. So, wenn ich Standard Assetto Corsa sage, meine ich immer mit Custom Shader Patch, also mit dem Content Manager, nicht Assetto Corsa einfach out of the box. Also nicht Assetto Corsa Steam runterladen, starten. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die Frage ist nur, ist das realistischer oder ist jetzt der neue Custom Shader Patch mit Linear Color Space realistischer? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir können ja jetzt an dieser Stelle einfach mal einen Screenshot machen. Hier, ich drücke mal F8. Warte mal, wir speichern mal die. Ich stelle mal hier hin scharf. Warte mal, ne, wir machen kurz hier Fotomodus. Jetzt stellen wir mal da hin scharf. Blende 16, ich lasse hier alles auf Standard eingestellt. Wir machen mal Blende F8. Nicht Blende F8, wir machen mal einen Screenshot. Schon die Wolken. Du hast halt diese Wolken nicht. Wir haben jetzt hier, was haben wir eingestellt? Windig. Ich glaube, dieses Wetter gibt es
gar nicht ohne Pure. Ich bin mir aber nicht sicher. Probieren wir jetzt aus. Wir haben einen Screenshot gemacht. Wir gucken uns das nochmal an. Wir stellen hier wieder um auf Default. Wir stellen im Custom Shader Patch wieder auf nicht Pure Wetter. Und dann gucken wir mal, ob wir hier beim Wetter so was wie Windy einstellen können. Gibt es hier überhaupt Windy? Hier unten gibt es Windy. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das das gleiche Windy ist, was ich gerade eingestellt hatte. Wir gucken uns das einfach nochmal an, machen Screenshot und dann können wir uns mal auf dem Bildschirm beide nebeneinander angucken. Und dann können wir uns gerne auch nochmal die Screenshots angucken. So, das ist jetzt nochmal Custom Shader Patch mit Linear Color Space und dem Windy Wetter. Und wir sehen schon die Wolken. Es ist eine komplett andere Hausnummer. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so viel realistischer und besser aussieht. Und ob ich für diese Optik auf alles verzichten möchte, was Pure macht. Pure Wetter, realistischer Tag- und Nachtwechsel, Zeiteinstellungen, Bodennebel, der jetzt mit der Version 2.7 dazukommt, High-Res Color Sky Domes, geile 2D-Wolken, die auch nochmal das komplette Look and Feel verbessern von Assetto Corsa. Ihr müsst jetzt selber entscheiden. Wir machen nochmal einen Screenshot. Gucken uns die gleich mal beide nebeneinander an. Es geht mir jetzt nicht darum, ich will jetzt weder Pure in den Himmel loben, noch will ich das, was Ilya Yusupov gemacht hat, schlecht machen. Auf gar keinen Fall, das ist ganz wichtig. Ich glaube, die Arbeit, die der da gemacht hat, ist für Leute, die Pure oder Sol nicht haben, unglaublich, eine unglaubliche Verbesserung im Gegensatz zu vorher. Die Frage ist nur, wenn man, wo ist es denn hier, Dokumente, Assetto Corsa, Screens. Das ist jetzt. Achso, warte mal, wir können das ja hier mal schön. Geht das so? Bin ich dann über der Kamera? Fast. Wir müssen über die Kamera. So. Und jetzt machen wir den auch noch auf. Und machen das Bild genauso groß. So, rechts Pure. Links ist Custom Shader Patch mit Linear Color Space. Ich finde, Pure sieht besser aus. Ist das gleiche Wetter? Das ist windy, das ist windy. Die Wolken sehen besser aus. Ich finde, die Felgen sehen besser aus. Die verschwinden hier in so einer Art Schatten. Die Felgen hier sind noch recht stark beleuchtet. Ich finde den Schatten unterm Auto auf der rechten Seite ein bisschen schärfer. Wobei mir das hier links auch gar nicht schlecht gefällt. Man sieht, dass zum Beispiel hier hinten die Straße, die Bäume hinten, das sieht sehr gut aus, muss ich sagen, beim Standard CSP. Also ich finde wirklich, dass tatsächlich das wettertechnisch gerade so, was so im Hintergrund passiert, gefällt mir sehr, sehr gut. Bei Pure gefällt mir aber zum Beispiel der Lack. Das gefällt mir besser. Das finde ich hier drüben schon wieder extrem hell. Jetzt hat man natürlich auch hier sehr viel weniger Wolken bei Pure. Fällt halt sehr schwer, das miteinander zu vergleichen. Mir fällt es jetzt am meisten eigentlich an den Felgen auf, dieser Vergleich. Und wir können, wie gesagt, sehr gerne uns das nochmal angucken. Das hier wäre zum Beispiel C13 Aegis mit Pure-Wetter, also so wie es vorher war, ohne Linear Color Space. Das wäre der ziemlich gleiche Screenshot mit Pure. Das ist Pure PP-Filter, das ist C13 Aegis ohne Linear Color Space. So, und jetzt nehmen wir den gleichen Screenshot nochmal im Vergleich. Das ist Linear Color Space Standardwetter. Das ist Pure mit Pure-Wetter. Default PP-Filter. Pure PP-Filter. Default-Wetter, Pure-Wetter. Jetzt könnt ihr selber
euch entscheiden, was ihr besser findet. Ich will da gar keinem irgendwas vorschreiben. Aber die Frage ist, was sieht zum Schluss realistischer aus? Ich glaube nicht, dass das schlecht ist, was der Ilya Yusupov da gemacht hat. Ich glaube nur, wer Pure gut findet, sollte weiter Pure benutzen. Wer das Pure Wetter Script gut findet, sollte weiter das Pure Wetter Script benutzen. Und sollte eben, solange es da nicht irgendeine Lösung gibt, dass man Pure Wetter Script zusammen mit dem Linear Color Space oder auch andere PP-Filter, C13er Aegis, zusammen mit dem Linear Color Space benutzen kann oder ohne oder wahlweise oder wie auch immer, solange sollte man einfach genauso, meiner Meinung nach, weitermachen, wie man das bisher erfahren ist. Wer Pure und Zoll nicht benutzt, kann völlig problemlos das Standardwetter vom CSP mit dem Linear Color Space benutzen und sollte das auch tun, weil das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber Nicht-Linear Color Space. Wer Pure benutzt und das Pure-Wetter kann den Linear Color Space nicht benutzen und für den ändert sich eigentlich gar nichts. Das ist halt das Wichtige. Ihr könnt Pure ganz normal weiter benutzen und das Pure-Wetter-Script. Ihr könnt nur Pure nicht mit Linear Color Space benutzen. Und wenn ihr Linear Color Space benutzen wollt, könnt ihr Pure nicht mehr benutzen. Ach so, und was ich euch nicht gezeigt habe, ist, man kann ja auch den Pure PP-Filter benutzen. Warten Sie. Man kann ja auch den Pure PP-Filter benutzen. Aber mit... Man kann ja auch den Pure PP-Filter benutzen. Aber mit Linear Color Space sieht dann so aus. Linear Color Space mit Pure Filter, Pure Wetter mit Pure Filter. Ich finde da jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied, aber hier verzichten wir auf alles, was in irgendeiner Form Pure außer den optischen Verbesserungen noch mitbringt. Also wir verzichten auf den kompletten, wir verzichten auf den kompletten Pure, auf das komplette Pure-Script dahinter. Das wäre jetzt sozusagen der Pure-Filter mit Linear Color Script und das wäre Linear Color Script mit dem Standard-PP-Filter. Ich weiß nicht. Also, wenn ihr Pure habt, einfach genauso weitermachen wie vorher, die neueste Pure-Version installieren, Pure-Wetter auswählen, für euch verändert sich gar nichts. Wenn ihr Pure nicht habt, nehmt gerne das Standardwetter von Assetto Corsa und beziehungsweise vom Custom Shader Patch und schaltet Linear Color Space an, weil das ist besser, toller und schöner, aber es ist auf jeden Fall nicht besser, toller und schöner als mit Pure. Ich denke, ich habe jetzt, nachdem ich alles ungefähr 25 Mal gesagt habe, den Punkt gemacht. Wer noch irgendwelche Fragen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es gerne auf den Discord. Ihr könnt mir auch gerne Vergleichsscreenshots schicken, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, Löbi, ist jetzt aber Quatsch. Du musst den und den PP-Filter nehmen. Dann sieht es auch mit Linear Color Space gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es da mittlerweile Kombinationen gibt, mit denen es tatsächlich vielleicht sogar besser aussieht als mit Pure oder vielleicht sogar realistischer. Die Frage ist nur, was passiert im Pure-Script alles oder auch bei Sol, was dieses Standard-CSP-Wetter alles nicht kann. Und das geht schon bei den High-Res Sky Domes los, über die 2D-Wolken und Blendeneffekte und was weiß ich nicht alles. Also ich persönlich, muss euch ganz ehrlich sagen, werde weiter mit Pure-PP-Filter und Pure-Wetter fahren, weil mir einfach besser gefällt und realistischer aussieht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn irgendjemand der Meinung ist, ich habe hier kompletten Blödsinn erzählt, ich habe das komplett unvorbereitet gemacht, ich habe das jetzt einfach mitgekriegt, den Kram runtergeladen und habe genau diese Vergleichstests gemacht. Wenn ich irgendwas nicht beachtet habe oder irgendjemand sagt, Löbi, zeig das nochmal so und so, dann wirst du sehen, ist alles irgendwie ganz anders, als du erzählt hast. Bitte gerne her mit den Kommentaren. Ansonsten wisst ihr jetzt, ich mache weiter mit Pure Wetter und Pure PP-Filter. Und dieser Linear Color Space interessiert mich
erstmal weiter, bis auf Weiteres, gar nicht. Das war's. Ich kann an dieser Stelle wie immer nur sagen, vielen Dank für Zuschauen bei dieser Runde, Herr Löblich. Schon am Steuer, aber auf jeden Fall nicht unterwegs auf der Rennstrecke. Wir haben ein wichtiges Thema heute besprochen, was momentan die Leute beschäftigt. Bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bin sehr gespannt, wie sich die ganze Sache noch entwickelt. Meinen Euro haben beide sicher, sowohl der Ilja Yusupov als auch der Peter Böse. Ich bin nämlich Patreon Abonnent von denen, weil ich finde, dass so eine Arbeit auf jeden Fall unterstützt werden sollte. Und wer eben Bock hat auf realistisches Wetter in Assetto Corsa, der kommt eigentlich meiner Meinung nach an Pure nicht vorbei. Und solange wie Pure mit dem Linear Color Space nicht funktioniert, ist es halt cool für die Leute, die Pure nicht benutzen. Aber für die Leute, die Pure benutzen, einfach leider umsonst gewesen. Ich halte an dieser Stelle wie immer meinen großartigen Schwanz ins Bild. Sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Lust hat, von mir per Fax benachrichtigt werden, wenn du Videos oder Streams, drückt die Glocke unter dem Video, stellt sie auf alle. Und wer mich unterstützen möchte, drückt den Super-Button, wird Kanalmitglied. Oder benutzt einen der zahlreichen Links unter dem Video. Aber wie ihr wisst, der Daumen schüttelt die Pflaumen, ist wie Trinkgeld, allerdings vollkommen kostenlos, unkompliziert, bringt aber den Kanal enorm weiter. Ich sage Tschüss mit Üs, Ciao mit Auchi, mit Io. Bis zum nächsten Mal, euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Tschüss. Bin gespannt, was ich für einen Quatsch wieder erzählt habe und wie viele Leute mich auseinandernehmen. Ach so, so sehe ich übrigens aus. Ciao. So.